Fledermaus. Rennen ist gestartet und da kommt Eltner Tech und der geht so schnell, dass er hier das Kommando übernehmen kann. Das ist natürlich schon mal positiv. Dahinter ist Chocolate Day in zweiter Position. Ein Fehler von Unik Thamsen. Die 5 führt gegen die 1 und die 3. Oddface in dritter Position. Dahinter ist es dann die Programm Nummer 6 und die Pferde sind auf der Überseite. Da kommt Oddface und macht hier Druck, geht vorbei an Elton Attack, übernimmt auf der Überseite hier in Kopenhagen das Kommando. Oddface gegen Elton Attack und Chocolate Day, die ersten drei. Vierter ist Vivil Seborg, einige Längen Abstand dann zu Unik Thamsen, wenn er überhaupt noch mit in der Partie ist. Pferde sind im zweiten Bogen, Positionen haben sich da gefunden und da greift natürlich keiner übermütig, über schnell, über was auch immer an. Feld ist wieder an der Startstelle. Und der steht und ist da vorne, hat da kein Problem, alles hier zu kontrollieren. Da tut sich im Augenblick nicht so wirklich viel. Feld ist auf der Schlussrunde. Jetzt allerdings hat sich was getan, denn Björn Goop hat beschlossen, dass er jetzt mal ein bisschen nach dem Rechten sehen will. Vorne und drückt hier gegen Oddface mit Chocolate Girl und das sieht ja so schlecht nicht aus. Da macht Chocolate Girl Druck. Oddface versucht sich da natürlich zu wehren, denn es geht schon in Richtung Schlussbogen, aber Chocolate Day geht besser. Und Chocolate Day ist nun vorbei an Oddface. Jetzt muss Elton Attack da um alle herum. Es geht in den letzten Bogen. Und Goop will jetzt hier natürlich das Kommando, das er mit einigem Aufwand erobert hat, nicht mehr loswerden. Mal sehen, ob das gelingt. Chocolate Day ist vorne. Oddface, kann Elton Attack dann auch einmal die Attacke fahren? Er probiert es. Aber vorne ist Chocolate Day. Chocolate Day gegen Oddface und Elton Attack. Die Pferde sind im Einlauf hier in Kopenhagen. Chocolate Day, Björn Goop, dahinter sind es Oddface und Elton Attack. Aber Chocolate Day, da hat er genau den richtigen Zeitpunkt wieder gesucht, gefunden und gewinnt hier gegen